Moin, moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ja, heute haben wir Donnerstag, 20 Uhr. Und wir starten, ja, eine neue Season bei Hove Racing. Heute das erste Rennen hier auf Zolda. Eins von neun Rennen. Rennkalender gucken wir uns nachher nochmal an. Jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Qualifying vor uns, 18 Minuten. Und da wird ordentlich was los sein. Wird ein sehr, sehr interessantes Rennen heute werden. Denn Zolder jetzt keine sehr lange, vor allem keine breite Strecke. Sehr viele enge Kurven haben wir hier, Schikanen. Und wir sehen hier links 27 Autos eingeblendet. Aber wenn ich mal so ein bisschen nach hinten gehe, sehen wir 39 Autos. Wir sehen es hier auf der Karte auch. Da wird richtig, richtig was los sein heute. Da bin ich mal im Rennen gespannt. Aber auch hier im Qualifying, denke ich, ja, wird es interessant werden, zumindest mal für die Fahrer, hier mal eine saubere Runde hinzulegen. Mal gucken, ob das hier so gut funktioniert. Ja, das Rennen wird nachher eine Stunde gehen. Einmal in die Box muss man auch. Einmal Reifen wechseln, tanken ist optional. Also gucken wir mal, was uns da erwartet. Schauen wir mal, was jetzt hier so die Zeiten sagen. Dürften ja so demnächst die ersten Zeiten hier reintrudeln. Und während wir hier auf die Zeiten warten, schauen wir uns mal kurz den Kalender an. Hier hakt es mal kurz, das liegt nicht an meinem Stream. Das ist der Rennkalender, also heute auf Zolda. Dann geht es im 2-Wochen-Rhythmus immer weiter. Dann geht es nach Australien, nach Silverstone, nach Monza, Nürburgring, Brands Hatch, Spa, Kyalami und Imola. Immer zur gleichen Uhrzeit, immer eine Stunde, alle 2 Wochen, wie gesagt. Und ja, da schauen wir mal, wer sich wann wo durchsetzen kann. Heute wird also der Grundstein gelegt. Wer vorne mitfährt, zumindest erstmal in der Gesamtwertung. Heute wird ja das Rennergebnis auch gleich das Gesamtergebnis sein. Und dann schauen wir mal, wer sich durchsetzen kann. Ich kann nochmal hier kurz die Punkteverteilung einblenden. Ja, hier sehen wir, der Erste kriegt 50 Punkte. Dann haben wir so 4er bis 3er Abstände runter. Und ab Platz 16 geht es noch weiter, habe ich jetzt nicht eingeblendet. Immer ein Punkt weniger. Also die ersten 30 bekommen hier Punkte. Platz 30 dementsprechend ein Punkt. Also werden heute, ich glaube 39 sind wir, nee 40 inzwischen, 10 Autos hier heute ohne Punkte nach Hause fahren. Wahrscheinlich. Denn fürs Qualifying gibt es auch nochmal Punkte. Da haben wir nämlich, ja, für die ersten 3, 2, 1 Punkt. Und für die schnellste Runde gibt es auch nochmal einen. Also da kann man sich auch nochmal, ja, ein bisschen was holen vielleicht. So, haben wir schon schnellste Runden hier inzwischen. Da haben wir den Dennis Precourt, habe ich im Training schon gesehen, auch ganz vorne am Start gewesen hier. 1,28, 2 gefahren. Dahinter haben wir Daniel Andersen auf der 2 mit 0,3 Sekunden. Dahinter haben wir schon etwas größere Abstände, aber mal gucken, was da noch geht. Wer weiß, wer hier wie viel Verkehr hatte. Schmielecki, ja, das habe ich mir schon gedacht. Und moin, Buddy. Anders hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht aussprechen können, glaube ich. Also, der Schmielecki. Wo ist er denn? Muss erstmal suchen hier, aber so viele Autos, gar nicht so leicht. Da, auf der 27 steht noch hier in der Box mit seinem, ja, 2 Autos ineinander. Hier müsste aber McLaren sein. Also nicht so viel Platz hier in Zolder, auch in der Boxengasse. Sehr, sehr enge Sache. So, Dennis Precourt hat nochmal vorne einen nachgelegt. Wir sehen es oben, 1,27,8. Weiterhin ungefähr 2 Zehntel hat er Vorsprung hier. Oder polnisch, ah ja. Stefan Monza haben wir ja auf der 3, 0,6 Sekunden. Mit den Liveries müsste es soweit geklappt haben. Hab hier sehr, sehr viele Custom Liveries auf jeden Fall schon entdecken können. Sieht, glaube ich, ganz gut aus soweit. Ja, René Brey haben wir hier auf der 4. Mal gucken, im Nissan hier unterwegs. Startausstellung gucken wir natürlich nochmal alle Autos durch. Ich glaube, das schaffen wir jetzt hier so nicht. Konzentrieren uns mal ein bisschen mehr hier auf die Zeiten und gucken mal, wer sich hier so verbessern kann. Da bietet sich, glaube ich, der Steffen Rosse an, der hier gerade über die Ziellinie fährt. Auf die 6. Position, hat sich also leicht verbessern können. Ja, vorne tut sich nicht ganz so viel. Den Ferret haben wir hier im BMW, Intruder Racing Team, mit der 78 unterwegs, 0,2 Sekunden hat er im Delta. Ja, das könnte momentan mal ein, zwei Plätze weiter nach vorne gehen hier. Achso, du musst genau aus der Box starten, dass dein Qualifying fahren. Ja, da kannst du dir das Ganze mal von hinten anschauen. Bin mal ganz gespannt, wie hier die ersten Runden vonstatten gehen werden.
glaube, ich werde da wahrscheinlich 80% der Sachen gar nicht mitbekommen in den ersten Runden bei 40 Autos. Da wird so viel passieren, vor allem hier auf dieser Strecke. Gehen wir hin. Na, Brei hatten wir, glaube ich, schon. Gehen wir mal vielleicht zum Money, zum Pete. Alpenland Motorsport, der 27er Aston Martin, der hier mal schön über die Schikane holpert. Aber scheint ganz gut zu funktionieren. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. So, gucken wir mal. Hier auch eine sehr schöne Rechts-Links-Rechts-Passage. Hier möglichst den Schwung mitnehmen, denn hier rechts rum geht's Vollgas, diese kleine Kuppe auf. Oder hinauf. Und dann, ja, sehen wir hier oft schöne Zweikämpfe. Wird sich mal daneben gesetzt und dann hier vielleicht auf der Innenseite für diese Spitzkehre angegriffen. Leider hat der Pete hier gerade eine ungültige Runde. Also diese Runde wird es noch nichts mit der Verbesserung. Brei ist aber auch nochmal sehr, sehr gut unterwegs. Hier halbe Sekunde mit seinem Nissan. Bleiben wir da mal kurz drauf. Denn da könnte es ja an sich nur ein Platz nach vorne gehen. Vielleicht zwei, je nachdem. Aber kann schon mal wieder halbwegs anschließen da vorne. Schauen wir mal. Hier auch eine weitere Schikane. Eigentlich nur Schikane hier auf der Strecke. So, auf der 6 ist er. Auf die 4 geht's. 3/10 sind es noch ungefähr bis zur nächsten Position. Aber noch sehr viel grüne Deltas, die wir hier links haben. Dürfte noch einiges an Positionstausch geben hier. So, dann gehen wir mal zum Cheffe hier. Matthias Weggel haben wir hier. Kurve Sim Racing mit der 76 im Audi unterwegs. Auch er bringt mal knapp eine halbe Sekunde mit hier aus dieser Runde. Da geht es dann doch ein ganzes Stück nach vorne. 4, 5 Plätze. Je nachdem, ob er jetzt hier aus der Schikane noch ein bisschen was mitnimmt. Sieht aber gut aus. Da geht das Delta sogar noch Richtung 7/10. Und da geht es auf die 8. Position. 1,5 Sekunden hinter Dennis Precourt. Ja, Precourt Andersen haben da vorne schon ganz guten Abstand. 4/10 sind es dann doch schon. Nochmal 3/10. Und dann ab Platz 4, 5 wird es schon ein bisschen enger wieder. Bin ich mal gespannt, wie die Pace sich hier so darstellen wird. Bei 40 Fahrern, glaube ich. Da werden wir von bis alles dabei haben. So, Peter Lindner. CDS Digital Motorsport. Kommt ja auch gerade über die Linie. Bringt nochmal über eine Sekunde mit. Platz 17, da wird es nochmal ein ganzes Stück nach vorne gehen. Auf die 5 sogar. Hat sich hier momentan in die Top 5 gefahren. Eine Sekunde hat er aber immer noch Rückstand. Aber schon mal einige Autos hinter sich gebracht mit seinem BMW M4. Aber erste Kurve lief nicht ganz so gut. Hier hält sich die rote Zahl so ein bisschen. Oder die weiße Zahl auf rotem Hintergrund. Also ein bisschen was verloren hier in den ersten Kurven. Mal gucken, wer gewinnt denn hier gerade ordentlich. Platz 25. Alexander Langhorst haben wir. Der 72er Honda. Wir haben relativ viele Marken am Start. Das können wir uns ja auch mal anschauen vielleicht. Da sehen wir es. Haben wir doch von vielen Sachen was dabei. Ich glaube, Ferrari haben wir gar nicht dabei. Habe ich zumindest noch keinen gesehen. BMW, Audi, Porsche, McLaren, Aston hatten wir gesehen, Honda, Lamborghini. Ich glaube, das war's dann auch. Gucken, haben wir vorne noch irgendwas, was ich übersehen habe. Nissan hatten wir noch, genau. Und das müssten die Marken soweit sein. Also einen... Ja, Ferrari sehen wir hier heute leider nicht. So, dann gibt es wieder die Deltas. Und gehen mal zu Platz 17 aktuell, Helder Guerra. Wo ist er denn gerade? Gleich Richtung Sektor 3 unterwegs. 0,4 Sekunden hat er jetzt diese Runde auf jeden Fall schon mal rausholen können. Aber hier diese enge Rechtskurve, da kann man auch mal viel gewinnen und verlieren. Schauen wir mal, ob er hier gewinnt. Sieht sehr, sehr gut aus. 0,6 Sekunden. Nochmal 2/13 hier rausgeholt. Bisschen Verkehr vor sich. Ja, der ist aber auch auf einer gezeiteten Runde zumindest mal. Der Porsche hier vorne. Ah, 6/10 fast bringt er nochmal mit. Ah, geht Richtung Platz. Ja, 10 irgendwas um die Dreh rum. Jawohl, genau auf die 10 nämlich. Also Top 10 scheint hier möglich zu sein für den Helder. Alex Cruz hätten wir noch hier in einem weißen McLaren mit der 71. Auch er kommt hier gerade über die Linie. Da kommen wir sehr pünktlich. Und da ging es nochmal 8 Plätze nach vorne. Also rückt so ein bisschen zusammen jetzt, zumindest hier im Mittelfeld. Da so immer 1/2 maximal Abstand. Das ist vielversprechend fürs Rennen, aber ich glaube, in diesem Rennen ist die Devise, erstmal überleben die ersten Runden und dann mal schauen, was noch so nach vorne geht oder ob von hinten vielleicht ein bisschen gedrückt wird.
Weil, ja, die ersten Runden werden sehr, sehr interessant durch die Schikanen. Vor allem auf die wir jetzt hier zufahren. Denn wenn man da zu viel Körper mitnimmt, vor allem auch hier mit dem McLaren, dann holpert da mal schön rüber und verliert auch gerne mal das Auto. Da haben wir es gesehen. Links und rechts die Reifen mal schön abgehoben, aber hat hier die Kontrolle behalten. Astrein. Wollte ich noch hin? Platz 19 vielleicht. Da ist der René Moldenhauer. Für RR Motorsport, der 868er Aston Martin. Momentan noch 2 Sekunden Rückstand. Aber drauf und dran hier das Ganze nochmal deutlich zu drücken. Bisschen verloren jetzt hier am Ausgang der Kurve. 0,2 Sekunden ungefähr. Aber das kann nochmal 2, 3 Plätze bedeuten. Ah, jetzt wieder ein bisschen verloren leider. Ja, vorne, glaube ich, tut sich gerade nicht viel. Wir schauen mal kurz. Da keiner auf einer guten Verbesserung unterwegs. René Brey jetzt mit ein paar Hundertstel im Delta. Jan Hansel auf der 11 haben wir noch. Der Mann, fährt gerade raus. Hansel hier auf der 12 gerade runtergerutscht. International GT Racing Team. 41er BMW M4. 1,4 Sekunden. Und aus der Spitzkehre bringt er leider nicht nochmal was mit. Am Apex hat er nochmal ein schönes grünes Delta, hat aber am Ausgang leider wieder verloren. So, momentan werden die Deltas weniger, aber der ein oder andere wird jetzt nochmal in die Box fahren. Wir sehen es ja auch, der Jan fährt auch nochmal rein. Dann gibt es nochmal frische Reifen und dann wird nochmal angegriffen sicherlich. Und dann werden wir wieder einige grüne Deltas sehen. Sagt die Strecke eigentlich, Strecke optimal, Temperatur 30 Grad auf der Strecke. Also, damit kann man noch leben, denke ich. Nach Regen sieht es nicht wirklich aus. So, kann er hier auch durch den letzten Sektor die schöne Delta mitbringen. Hat jetzt auch wieder ein bisschen Verkehr vor sich. Na, die nächsten zwei auf jeden Fall auf einer gezeiteten. Aber ich hoffe mal, dass das nicht allzu sehr stören wird. Da ist noch einer hier rechts im Porsche. Gucken, ob der hier Platz lässt. Boah, schon mal geradeaus in die Box rein. Hoffentlich hat das den René nicht verwirrt. Aber leider die Runde ungültig. Also ich weiß nicht, ob es daran vielleicht lag. Hat er sich vielleicht ein bisschen ablenken lassen. Also jetzt muss er nochmal einen neuen Versuch starten. Da wäre es aber, ja, Richtung Top 10 irgendwo gegangen, womöglich. Aber noch sind 6 Minuten, alles gut. Hat jetzt auch erstmal ein bisschen freie Fahrt vor sich. An der Boxengasse ist er jetzt auch vorbei. Also von da droht jetzt sozusagen auch erstmal keine Gefahr. Danovic haben wir hier. Auch nochmal gut unterwegs. 0,4 Sekunden. Damit könnt ihr den Abstand auf unter eine Sekunde bringen. Und unter einer Sekunde bedeutet, ja, Top 6, Top 5, sowas die Richtung. Ja, obwohl 5 und 6 jetzt auch schon ein relativ großer Abstand von 4 Zehnteln ist. Vorne wieder ein bisschen mehr zusammengerückt. Aber 5 und 6 haben wir einen relativ großen Abstand gerade mal. So, er bringt auf jeden Fall die Runde gültig hier zur Ziellinie. 4 Zehntel, gucken wir mal. 9. auf die 6 immerhin. Ja, jetzt muss er nochmal ein bisschen was nachlegen, um weiter nach vorne zu kommen. Aber sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wie gesagt, 40 Autos. Da kannst du nicht meckern, wenn du da vorne in den Top 10 landest. Immer noch die besten 25%. Michael Haaf auf der 18. Einer der wenigen, der gerade mit einem deutlichen Delta hier über die Ziellinie kommt. Ja, 3 Positionen, aber dann in Anführungsstrichen doch nur gewonnen. Aber wir sehen es hier, ganz, ganz enge Sache. Bis Platz 10 sind es gerade mal 2 Zehntel. Halbe Sekunde bis Platz 9. Ja, hier wird schon am Ausgang der Boxengasse gewartet, damit man hier die Kollegen nicht behindert. Sehr, sehr schön. Ja, eine Zehntel hat er nochmal gefunden, jetzt hier in den ersten Kurven. Und hier nochmal eine Zehntel. Also das könnte tatsächlich nochmal Richtung Top 10 gehen hier. Hat jetzt nochmal ein Honda neben sich, hinter sich. Oh. War der Honda aber ganz, ganz nah dran da beim Anbremsen. So, 4 Minuten haben wir noch. Und ja, sehr, sehr viele noch draußen. Ein paar sind schon in der Box. Könnten, glaube ich, nochmal rausfahren. Sollte zeitentechnisch noch passen. Aber ja, knollt sich hier und da auf der Strecke so ein bisschen. Hoffen wir mal, dass die sich nicht zu sehr behindern.
So, der Ferit auf der sechsten Position. Ah, Daniel Hofmann, glaube ich, hatten wir auch noch nicht im Bild. Auf der 21 gelistet aktuell. Genau, der Audi von Hove Racing. Auf der 21 mit der Nummer 21. Auch gerade erst hier die Runde begonnen. Und hat auch hier schon mal wieder eine Zehntel gefunden. Und dann kommt jetzt hier gleich die Schikane. Bin mal gespannt, wie viele Angriffe wir da sehen werden. Und vor allem auch, wie viel Platz sich die Leute lassen hier. Vor allem, wie gesagt, am Anfang des Rennens. Weil bei 40 Autos, da macht sich so eine Kettenreaktion besonders bemerkbar. Die wird nach hinten raus natürlich immer stärker. Umso mehr Autos dabei sind, desto mehr Variablen sind natürlich da involviert. Und mehr kann da passieren. Ah, leider jetzt relativ rotes Delta. Aber Patrick Till haben wir auf der 29. Auch noch nicht im Bild gehabt, im Shooter Racing Team, die 712. Der hat auch nochmal richtig was gefunden in der Schikane jetzt hier. Offenbar auch nochmal ein kleines bisschen Ausgang wieder verloren. Aber halbe Sekunde ungefähr sollte es noch sein. Mal gucken, das geht dann na, Richtung Top 20. Ja, Platz 18 hier. Also musst du schon richtig ranhalten, hier eine sehr, sehr gute Runde hinlegen. Damit du hier wirklich maximal vorne bleibst. Je nachdem, ja, was dein Potenzial zumindest hergibt. Denn Autos gibt es hier mehr als genug, die man dann überholen müsste. Ah, wen haben wir denn hier hinten noch so? Der 36 haben wir den Herrn Waffenroth, der Friedrich Servus Racing. Ah, eine Flagge sehen wir nicht, klingt immer ein bisschen wie ein Österreicher. Der 35er Porsche hier. Momentan noch 6,9 Sekunden hinter der Pol. Aber wir sehen, das ist nicht seine beste Runde gewesen. Hier 1,4 Sekunden hat er jetzt schon bereits im Delta und ist gerade mal so bei der Hälfte. Ja, nicht mal ganz bei der Hälfte der Strecke. Schikane scheint auch kein Problem zu sein. Auch hier wird das Delta immer größer. Also der könnte vielleicht hier nochmal ein bisschen ans Feld wieder anschließen. Und ganz hinten wird er ja nicht starten, wie wir hier sehen. Haben dahinter noch 4 Autos, die keine Zeit gesetzt haben. Teils auch nicht rausfahren dürfen. Und ja, vielleicht auch freiwillig von hinten starten, keine Ahnung. Lohnt sich eigentlich schon, Qualifying zu fahren. Wie gesagt, die ersten 30 bekommen Punkte. Also drei Viertel des Feldes heute sozusagen. Oh, bisschen Curb mitgenommen. Auto leicht unruhig, dann noch ein bisschen aufs Gras. Aber seine 2 Sekunden hält er zumindest. Da wird er jetzt momentan nur eine Position wahrscheinlich gut machen. Bleiben nochmal kurz drauf. Gucken wir mal, was er hier nochmal rausholt. Ah, 2,2 Sekunden. Müsste also Platz 34, 35 sowas werden. 35. So, vorne irgendeiner noch groß unterwegs. Precourt ist in der Box, Andersen ist in der Box. Everts haben wir auf der dritten Position. Aber momentan noch nicht mit einer Verbesserung. Kann auch mal jetzt eine Runde hinterherlegen. Da fehlt ja gerade mal ein paar Tausendstel, 5 Tausendstel fehlen da auf die zweite Position. Na, die wird er wohl noch irgendwo finden, denke ich mal. Stefan Monster haben wir dann auch nochmal mit ein paar Hundertstel im Delta. Wird aber nicht reichen momentan, um nochmal in die erste Startreihe zu kommen. In der zweiten kann er sich relativ sicher fühlen, denn 5, 6, 7 sind schon in der Box. Gucken wir mal bei 8 rein. Rotes Delta, Lindner auf der 9 ungültig. Patrick Schröter schafft es auch nochmal eine Runde hinterherzulegen. Rosse in der Box, da wird auch nichts mehr geschehen. Dann haben wir Detlef Kep hier auf der 12. Mal sehen, ist auch gerade am Anfang der Runde. Ersten Kurven hat er jetzt noch nicht mehr rausholen können. Der nächste, der nochmal im grünen Delta unterwegs ist, ist Michael Haaf. Den haben wir jetzt schon mal im Bild gehabt, glaube ich. Sehr, sehr schöner Lamborghini hier. Ups, falsche Kamera. Zehntel immerhin. Hansel auf der 14. Auch nochmal 1 bis 2 Zehntel. Aber wir sehen, bis zu den Top 10 ist es dann doch schon eine gute halbe Sekunde. Gucken wir mal, ob er sie irgendwo findet. Wird eher schwierig hier. Da habe ich bei Hansel schon ein bisschen mehr Hoffnung. Wir sehen es hier 4 Zehntel bei der Anfahrt jetzt zur Schikane hier, zur zweiten. Ja, hier kann man sehr, sehr viel Curb mitnehmen. Muss man die Track Limits wirklich kennen, damit man da schön die Geschwindigkeit mitnehmen kann. Hier, wie gesagt, Vollgas rüber. Hier links über die Kuppe. Und dann den richtigen Anbremspunkt finden für die enge Rechtskurve hier. Gucken, wie gut das dem Jan gelingt. Ah, sah ein bisschen untersteuernd aus, ganz, ganz leicht. Wir sehen es im Delta, hat auf jeden Fall im Ausgang was verloren.
Ah, 2/10, nicht mal wird er wahrscheinlich mitbringen, wenn überhaupt. Jetzt sogar beim Anbremsen verloren. Ausgang wieder ein bisschen gewonnen. Ja, wird keine große Verbesserung geben. 13, 14, sowas müsste es dann wohl bleiben. Genau, Platz 14. Dann für den Jan Hansel. Ja, noch irgendeiner groß unterwegs hier eigentlich. Nö, keiner mit einer Verbesserung. Also, hat hier fast jeder eine Zeit gesetzt. Zumindest mal alle, die durften mindestens. Und bin mal wirklich gespannt, wie es so im Rennen ist. Wir sehen bis Platz 24, 25, so haben wir 2 Sekunden. Also im Schnitt da am Rad mal eine Zehntel Abstand zwischen den Autos, im Schnitt jedenfalls. Dürfte vielversprechend sein. So, jetzt warten wir kurz auf die Startausstellung. 5 Minuten haben wir dann nochmal Zeit. Und die werden wir wahrscheinlich auch brauchen, um hier einmal durch die Startausstellung zu gehen. Mal gucken, wann wir hier in die nächste Session springen. Wir müssen nämlich ja alle in die Box reinfahren. Moin, TDO. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch am Start bist hier. Ja, also gleich 1 Stunde. Boxenstopp. Das kann ich eigentlich schon mal alles einstellen hier. Manufaktorer nehmen wir mal. Race Gaps, da ist die Startaufstellung schön. Schon. Ja, schön ist er auch. Hoffe ich jedenfalls. So, Boxenstopp hatte ich doch eingestellt gerade. Da ist er. Also, gehen wir mal ein bisschen durch. 5 Minuten haben wir noch Zeit. Eine ganze Einführungsrunde. Die Wetterbedingungen unverändert. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir starten hier um 15 Uhr am Nachmittag. Und gehen jetzt mal ein bisschen durch die Startausstellung. Das Feld angeführt wird von einem Porsche. Dennis Brecourt, Baden GT 23 hier. Der 911er auf der ersten Position. Hat auch schon mal gleich die Innenseite für Kurve 1. Ja, aber der Daniel Andersen daneben, auch eine schicke Livery, hat erstmal die Außenbahn, danach kommen aber ganz, ganz viele Rechtskurven. Vielleicht kann er es ja schaffen, sich daneben zu setzen. HyperX Racing Luxemburg, hier der 48er McLaren, startet also auch von der ersten oder aus der ersten Startreihe. In der zweiten Startreihe haben wir Jeff Ewerts, HyperX Racing Luxemburg mit der Nummer 23 im BMW, also 3 Marken hier auf den ersten 3 Plätzen. Mal schauen, wie es in einer Stunde ungefähr aussieht. Stefan Monz haben wir dann hier wieder in einem McLaren, Baden GT-Team. Der Herr Monz mit der Nummer 33 unterwegs. Dann haben wir hier, glaube ich, den einzigen Nissan im Feld. Mal wieder der einzige, ist irgendwie jedes Mal so gefühlt. René Brey für Howe mit der Nummer 22, startet hier von Platz 5. Dann haben wir auf der 6. Position Ferit, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich sage einfach Danovic, ist einfacher für mich, im BMW, Intruder Racing Team mit der Nummer 78. Dahinter ein weiterer McLaren, Chris Heyer für Toyota unterwegs mit der 38 auf Platz 7. Mit der Nummer 27 auf Platz 8 haben wir einen Aston Martin, da ist der Pete Money drin für Alpenland Motorsport. Peter Lindner haben wir dahinter wieder in einem weiteren M4 mit der 88, CDS Digital Motorsport von der 9. Dann kommen wir zu einem Honda Trio, Platz 10 in die Top 10 hat es noch der Patrick Schröter geschafft, RM Motorsport. Dahinter ein Markenkollege, SDS Motorsport Sachsen, der 274er Honda von Steffen Rosse. Detlef Kep haben wir dahinter, der dritte im Bunde für ebenfalls SDS Motorsport Sachsen mit der 67. Dann kommen wir zu Platz 13, da haben wir die 555 Helder Guerra. Hier HyperX Racing Luxemburg von der 13, Jan Hansel startet von der 14, der BMW mit der 41, International GT Racing Team. Dann haben wir Rudi Geis in einem Aston Martin auf der 15, Intruder Racing Team. Dann haben wir Michael Haaf in einem von sehr wenigen Lamborghinis auf jeden Fall, wenn nicht sogar der einzige. Freibeuter Racing Team startet von der 16. Matthias Wegel haben wir dann im Audi für Howe Sim Racing auf der 17. Position. Daniel Hoffmann, hier der Teamkollege von Howe Sim Racing, der 21er startet direkt dahinter auf der 18. Ja, müssen ein bisschen fast beeilen schon, nur noch 2 Minuten. Alex Cruz haben wir dann auf der 19 in einem sehr weißen McLaren. Patrick Till im BMW, Intruder Racing, 712 auf der 20. Dann kommt der nächste Honda von Brian Pötter, Realtime Racing von der 21. Von der 22 haben wir Andreas Höfer mit der 69 in einem sehr schicken McLaren für BA Motorsport.
Dann haben wir Remo Kipfer, Hove Liga Kipfer mit der Nummer 14 auf der 23. Dahinter ein weiterer M4 von Christoph Meyerhold. Haben leider kein Team hier angegeben. Mit der 99 aber unterwegs. Auf der 25 haben wir RM Motorsport, der René Moldenhauer im Aston Martin. Klaus Jäckel haben wir dann auf der 26. Ein weiterer Porsche. Das ist der zweitplatzierte Porsche im Feld sogar erst. Mit der Nummer 18 auf der 26. Dann kommt die Nummer 4, Pierre Brückner mit der, ja, 4 auf der Start. Position 27, so rum ist richtig. Er im Motorsport. Jerome Eckert haben wir dann auf der 28 in Intruder Racing Team. Alexander Langhorst, auch ein, der fünfte Audi, glaube ich, müsste das sein. Für Ratis Bona Racing Club auf der 29. Auf der 30 und damit momentan auf Kurs einen Punkt zu holen. Aber mal gucken, wie es dann läuft. Haben wir den Holger Gersch, Hove GTM. Dann haben wir Daniel Pay auf der 31, International GT Racing. Jetzt geht es hier gleich in die Einführungsrunde. Ihr seht es oben. Wir brauchen hier tatsächlich mal die 5 Minuten. Dann haben wir Marco Odenthal, Aachen Prospect mit der 89, startet von der 32. Markenkollege dahinter mit der Nummer 5, Servus Racing. Peter Buchholz, Thomas Burkhardt, auch ein weißer McLaren. Tom Bell eSport auf der 34. Na, die müssen gucken, dass sie hier in die Punkte fahren. Friedrich Pfaffenroth haben wir dann. Servus Racing, auch wieder ein Porsche auf der 35. Porsche eher weiter hinten hier platziert tatsächlich. Dann haben wir Jürgen Hoffmann, Team Oggi, Oberfranken, Coburg mit der Nummer 8 auf der 36. Dann haben wir Christian Cimlecki auf der 37 im, was ist denn das, verchromten McLaren? Chromblau? Irgendwie sowas. Der hat für Alemannia Aachen eSports Dominik Socher mit der 120 im Lamborghini. Ist, glaube ich, auch keine Zeit gefahren. Dann haben wir Alex Graz, Old Guys on Tour mit der 967. Müsste die höchste Nummer, glaube ich, sogar sein im Feld. Und auf der 39 unterwegs hier im Aston Martin. Und auch Ingo Hagendorf hat sich gerade auf den Weg gemacht. Auch für Servus Racing Motorsport unterwegs mit der Nummer 7. Und irgendeiner startet aus der Box. Holger Gersch ist das auf der 30. Der hier, ja, dem Feld dann hinterherfahren wird, wenn alle vorbei sind. Ja, Kampfzwerg, da hoffe ich auch, dass du hier nicht in der Mauer landest. Das hoffen aber alle, denke ich. Das geht hier sehr, sehr schnell. Also, La Rue de Ruhe, wie das so schön heißt. Und Varahek, ja, schade, dass du nicht dabei bist. Aber 40 Autos haben wir trotzdem am Start, also geht richtig was ab, denke ich mal. Bin echt mal gespannt. Und ja, leider werde ich nicht alles hier reinbekommen, natürlich. Die ersten Runden. Werde versuchen, natürlich hier überall hinzugehen. Aber da wird gleich wahrscheinlich 10 Sachen auf einmal passieren. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich eher weiter vorne konzentrieren erstmal. Die 909, ja, sehr, sehr schönes Fahrzeug. Aber hier haben wir noch die ein oder andere schicke Livery. Auch den McLaren hier erkennt man sehr, sehr gut von Weitem und von außen. Gehen schon mal in die Heli-Perspektive. Trinkt noch mal einen Schluck und dann, ja, müsste es ja schon gleich in Zweierformation gehen. Ja, Boxenstoppfenster haben wir an sich auch, aber es geht nach einer Minute auf und dann denke ich mal nach einer oder kurz vor Minute wieder zu. Also im Prinzip kannst du Boxenstopp machen, wann du möchtest. Reifenwechsel ist Pflicht, Dachtanken ist optional. Ja, ist die Frage, ob man hier zweimal mit halbem Tank mehr oder weniger fährt oder schon gleich voll tankt. Macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Wahrscheinlich werden die meisten eher noch nachtanken. Aber jetzt geht's hier ins erste Rennen, Hove Sim Racing, Rennen 1 von 9. Heute soll da eine Stunde, Ampeln dürften jetzt hier auf grün gehen. Preco haben wir auf der Innenseite mit dem Porsche, der da, ja, gut wegkommt eigentlich, wie zu erwarten. Und Hagendorf, achso, wieso ist der, hä? Achso, okay, Anzeige stimmt hier gerade, Hagendorf ist ja aus der Box gestartet, deswegen wird er gerade irgendwie auf der 1 angezeigt, aber jetzt passt es wieder, Preco also auf der 1. Wir gehen mal hinten durch, vorne hat sich nicht so viel getan, glaube ich. Everts, weiß nicht, müssen wir gleich mal gucken, ob er verloren hat. Wir gehen mal ein bisschen durchs Feld, schauen mal, ob hier alles gut geht. 1, 2, 3 Autos sogar aus der Box. So, aber erstmal keine großen Probleme, aber die Schikane kommt jetzt erst noch. Schauen wir mal,
Ob da alles gut geht, auch da gehen wir die Heli-Perspektive. Daniel Andersen auf jeden Fall auf der 2 geblieben. Dahinter, genau, Mons hat eine gewonnen, Everts müsste eine verloren haben, so ist es auch. So, dahinter wird schon mal ein bisschen die Schikane abgekürzt an BMW, der da dem Audi fast drauf fährt, weil er ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnimmt. Das ist Jan Hansel hier. So, auf der Karte sehen wir, hinten gibt es ein paar gelbe Flaggen. Gehen wir mal kurz zurück, gucken mal, was passiert ist. Oh, da kriegt er aber mal richtig einen mit hier, der Daniel Pay. So, ist davor wenigstens alles in der Schikane halbwegs gut gegangen. Unten am Bildrand ist sie. Oh, hat eine Disconnect gehabt. Der weiße McLaren sah da ganz komisch gerade aus. Aber jetzt keine großen Unfälle. Zumindest hat da keiner bis auf den einen BMW da einen abgeschossen. So, dann gucken wir mal, wie sich das Ganze ordnet. Einer in der Box. Ja, 39 Autos, aber ich glaube, der McLaren ist weg. Hagendorf, der steht immer noch in der Box. Vielleicht hat er auch irgendwelche technischen Probleme. Weiß man nicht genau. Wird er uns vielleicht noch mitteilen können. So, ja, jetzt müssen wir, wie gesagt, gucken, wo sich was entwickelt. Jetzt hat sich erstmal alles hier soweit geordnet. Gucken mal, ob hier irgendwo Angriffe gerade stattfinden werden. Ah, momentan hintereinander. So, mal gucken, ob Prico wegfahren kann. Ob Andersen hinterherkommt auf der 2, wie gesagt. Hat er sich halten können. 3-4 haben getauscht. Mal gucken. Brei aus seiner Position geblieben. Danovic ist auch auf seiner Position geblieben. Haier auch. Also hier vorne hat sich mal gar nichts getan. Platz 8 ebenso. Platz 9 ebenso. Platz 10 ebenso. Ja, Keep ist hier wieder einer, der mal eine Position gewonnen hat. Wahrscheinlich gegen... Nee, Geis hat auch nochmal 3 gewonnen. So, ein Haaf. Geht hier an Cruz, glaube ich, vorbei. Also, das ist Haaf. Cruz ist der McLaren hier. Ja, ist auf seiner Startposition jetzt geblieben. Cruz hat auch schon mal 2 gewonnen. So, hier vorne sieht es sehr, sehr kuschelig aus. Aber eigentlich noch überall. Haben schon einige Autos in der Box. Wie gesagt, man kann in die erste Runde reingehen, das ist kein Problem. Der Pflichtboxenstopp ist trotzdem absolviert. Ganz hinten haben wir hier 26, 27, glaube ich, gerade ein Überholmanöver. Gehen nochmal kurz 10 Sekunden zurück. Wir sehen Eckert hier im Audi. Kann sich hier vor der engen Rechtskurve daneben setzen. Ich hatte es schon angesprochen. Und geht hier auf der Innenseite ohne größere Probleme vorbei. Pfaffenrot mit einer gelben Flagge. War da offenbar ein bisschen off-track. Hoffmann, Socher und Jäkel werden hier angezeigt, dass sie vorbeigegangen sind. Das Dreiergespann hier. Gucken wir mal, Socher hat schon 6 Positionen gewonnen. Also, gute Startphase für ihn bis hierhin. Aber, ja, versucht jetzt gerade auch den nächsten anzugreifen. Wir fahren bei Hofmann mal mit auf der 31 und Socher geht mal auf die Innenseite. Ja, zieht aber noch ein bisschen zurück. Nicht, dass er da links in den BMW reinrutscht. Dahinter Pfaffenrot hat, weiß nicht, irgendwelche Probleme. Odenthal ist, glaube ich, auch vorbeigegangen. Aber jetzt hat er erstmal ein bisschen Ruhe. Da kommt erstmal keiner. So, was haben wir hier vorne? Rosse Geis und dahinter auch nochmal 2 Autos. Hansel und Guerra sind das, glaube ich. Da gehen wir gleich mal drauf. Oh, der BMW trifft da den Audi. Ja, aber hier in der Schikane haben die sich nochmal wieder gefangen ein bisschen, dass es nicht zu weiteren Kollisionen kommt. Aber offenbar Hansel vor Guerra jetzt. Und von ihm kommt noch Haaf, der Lamborghini, der jetzt hier vorbeigeht am Audi. Ja, da gibt es nochmal Lichthupe. Aber der Lamborghini sollte ich auf der Innenseite vorbeigehen können. Ja, schon Guerra, Guerra, 3 Positionen verloren. So, Dennis Precour, kein Wunder eigentlich, da vorne hat er freie Fahrt 1,28,5 gefahren. Erste schnellste Runde. Gucken wir kurz bei Brückner nochmal zurück. Hier gab es offenbar auch eine Überholung. Na, hier war schon ein Langhorst vorbei, vielleicht da in der Spitzkehre. Ah, wo gehen wir hin, wo gehen wir hin? Höfer vielleicht. Hier einige Autos nebeneinander. Ah, Pötter hier, der Honda auf der Außenseite. Nase leicht vorne, kann jetzt anscheinend hier vorbeigehen, jawohl. Kipfer, da gehen wir vielleicht mal rein. Gucken mal, ob er sich den Höfer auch nochmal schnappen kann. Hier den McLaren mit der 69. Ja, kurz anbremsen und dann hier wieder voll aufs Gas gehen. Wenn es geht zumindest. Wir sehen es, er kann am McLaren schön dranbleiben. McLaren bleibt hier schon sehr auf der Innenseite. Aber ich denke mal nicht, dass er sich jetzt daneben setzen kann. In der Schikane wäre das ja sehr risikoreich. Er nimmt keine großen Curbs mit tatsächlich. Hat natürlich jetzt noch nicht gereicht hier für einen Angriff. Hat auch noch, ja, die nächsten Konkurrenten natürlich im Nacken hier.
Ja, die ersten Lücken tun sich so auf im Feld. Wir sehen es links, Platz 10, Platz 12, da haben wir schon 2-3 Sekunden jetzt. Auch Platz 5 mit 2 Sekunden Abstand. Preko immer noch ganz vorne, 0,7 Sekunden. Oh, Meyerhold. Wo ist er denn? Mal gucken, was hier passiert ist. Wird gerade durchgereicht hier. Von hinten kam der 967er Aston Martin. Nicht, dass er da einen mitbekommen hat von hinten. Nee, zu viel Körper mitgenommen. Das Auto dreht weg, geht hier leicht in die Wand rein. Damit wird er seinen Boxenstopp, denke ich mal, jetzt schon absolvieren hier. Bisschen reparieren muss er wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob er jetzt hier gleich geradeaus abbiegt. Denke mal, ja. Gehen einfach mal auf zu den nächsten zwei Kämpfen rüber. Ja, Rudi Geis, der hat 3 Sekunden Abstand nach vorne. Aber von hinten, da drohen auch so einige Autos, ihn nochmal gefährlich zu werden. Jetzt kriegt er die Kurve nicht so ganz hier. Aber hat keine Konsequenzen. BMW kann da nicht mit deutlich mehr Schwung rausgehen hier. Ah, wir lesen es beim Thomas. Gab's Probleme, Rennen ist schon gelaufen jetzt. Ah, 38 Autos noch. Immer noch mehr als genug, aber 2 Autos haben wir jetzt schon verloren nach den ersten Minuten hier. Immer schade. So, wir gehen mal zu Platz 24. Brückner ist hier mitten im Getümmel drin. Oh, vorne Höfer. Muss jetzt gucken, dass er hier vor dem Aston Martin von Moldenhauer bleibt. Da gehen wir mal rein. Auch so ein kleiner Lokführer hier. 2 Sekunden zur nächsten Gruppe. Preko 28,3. Nochmal 2 Zehntel nachgelegt für die schnellste Runde hier. Also, wie gesagt, schnellste Runde gibt auch nochmal einen extra Punkt. 3 Punkte hat er sich ja schon gesichert durch das Qualifying-Ergebnis. Könnten also am Ende nochmal 4 extra Punkte werden. Also 3 sind es, wie gesagt, auf jeden Fall. Vielleicht werden es nochmal 4. Ja, gehen wir bei Brückner 2 Autos zurück. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo Angriffe gibt. Schönes Grüppchen, was wir hier haben. Auf jeden Fall die engsten Abstände momentan. Und da ist der Aston Martin, den wir eben auch schon in der Wiederholung gesehen haben. Scheint hier am Buchholz vorbeigegangen zu sein. Aus der Schikane raus wahrscheinlich. Auf der Stadtzielgeraden hat er sich den Porsche geschnappt und geht auf die 27. Ja, und hat damit 12 Positionen gewonnen. Strafen haben wir bis jetzt noch keine auf jeden Fall. Auch hier scheint es ein Problem gegeben zu haben. Wir sehen es links, einige Autos vorbeigegangen. Ah, ist das nach der Schikane, glaube ich. Jawohl, das ist der kleine Hügel. Also auch er hat hier 3, 4 Positionen gerade mal wieder verloren. Das heißt wieder, hat sie gerade verloren. 6 Positionen insgesamt. So, wir gehen mal nach vorne kurz. Schauen wir, was da los ist. Ja, noch nicht so super viel, aber die ersten beiden setzen sich schon leicht ab. 2 Sekunden. Aber hier nach, ja, noch nicht mal ganz 10 Minuten, noch die beiden Autos hier relativ dicht hintereinander. Anderson auf der 2. Mons, der hat sich ja den Everts geschnappt, der direkt dahinter ist. Und dahinter haben wir auch wieder einige, ja, enge Abstände. 3 Sekunden insgesamt Abstand hier zu den ersten 4. Mal gucken, ob der René Brey da vielleicht aufschließen kann und von der Gruppe hier so ein bisschen lösen kann. Detlef Kiep kann jetzt hier vielleicht eine Position holen. Der Honda-Kollege Schröter hier etwas leicht draußen. Kurve 1. Aber gab offenbar noch keinen richtigen Weg. Konnte Schwung da nicht mitnehmen, sich daneben setzen. Gucken wir mal, ob ihm das hier vielleicht gelingt. Na, nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob er da ein bisschen Curb mitgenommen hat. Sah etwas so aus, dass sich das Auto reindreht. Keine Angriffsmöglichkeit jetzt hier. So, es ist schon mal ein bisschen übersichtlicher, was die Zweikämpfe angeht. Ihr seht es hier, 12, 13, 14 haben wir auch schon teilweise über 2 Sekunden Abstände. Ja, nach den ersten Minuten, glaube ich, können wir uns mal die Position Deltas hier einblenden. Gucken mal, wer ein bisschen was gewonnen und verloren hat. Also Platz 12 hat 6 insgesamt verloren. Da ging es doch verhältnismäßig ein gutes Stück nach hinten. Brückner hier mit gleichem Problem. Langhorst und Eckert hier, der Audi gehen jetzt vorbei. Also wahrscheinlich hier die Schikane nicht optimal bekommen. Ja, für ihn ging es jetzt 2 nach hinten, insgesamt 1 nach vorne, immerhin. Ja, Meyerhold auf der 35, der hat ganz, ganz viel verloren. Und Matthias Weggel auch, der war schon ein paar Mal in der Box irgendwie. 4 Mal inzwischen schon. Guck mal, wo ist er denn? Unterwegs ist er. Aber der
Hat schon so ein paar extra Runden leider gedreht. Daher auch hier die Position, die er verloren hat. So, gehen wir hin. Hier vielleicht. Na, Hofmann muss aufpassen. Kipfer muss aufpassen. Hofmann direkt dahinter. Schauen wir mal. Audi gegen BMW. Ja, 2 Sekunden da hinten sehen wir sie sogar. Auch im Zweikampf. Höfner und Moldenhauer. Da gehen wir natürlich gleich auch mal rauf. Das können wir hier so am Horizont so ein bisschen mitverfolgen, was da passiert. Jetzt hier in der Schikane werden wir auch noch kein Überholmanöver sehen. Hier heißt es für den Audi möglichst den Schwung mit rausnehmen. Dann sich vielleicht daneben setzen. Nächste Schikane. Da sehen wir das auch ganz gerne mal, dass sich daneben gesetzt wird. Haut es dahinter. Haben wir auch keine Angriffe. Brückner am Markenkollegen dran. Hier an Eckert. Na, hat er eben hier ein, zwei Positionen verloren. Will sich wieder auf den Weg machen und sich die wieder schnappen. So, Gersch gerade an Hofmann vorbei. Da gehen wir natürlich auch mal kurz zurück. Hat Hofmann da vielleicht einen kleinen Fehler gemacht in der schnellen Rechtskurve? Na, ein bisschen zu weit raus. Da war man noch nicht das Problem. Hier kommt die Kurve und da ist er auf jeden Fall zu weit rausgekommen. Da hat es Geschwindigkeit auf jeden Fall mal gekostet. Und der McLaren-Pilot geht hier vorbei auf die 34. Position. Also hier alles um Eckert rum. Sieht sehr, sehr interessant aus. 4, 5 Autos, so mehr oder weniger in einer Gruppe. 4 direkt hintereinander. Da können wir mal schön aus der Heli-Perspektive schauen, was sich da so ergibt. Wir sehen, wie Langhorst da mal vorbeischaut an Moldenhauer. Außenbahn, von hinten kommt noch. Das hintere Duell ging auch schon fast schief. Da ist, glaube ich, der Brückner auf Eckert fast aufgefahren. Oh, Brückner jetzt so weit rausgekommen, oder wie? Nee. Oder vielleicht ein bisschen, aber nichts Dolles. Ah, er schaut immer mal wieder vorbei hier auf der einen Seite. Wir fahren mal mit. Langhorst, der will sich den Moldenhauer schnappen. In den Punkterennen sind sie ja, wie gesagt, schon. Oh, ein bisschen vertan. Kann da zum Glück nochmal ausweichen. Mal gucken, ob da die Verfolger jetzt vorbeigehen. Wir gehen mal in die Außenperspektive. Jerome Eckert geht auf jeden Fall mal vorbei. Vorne half an Geis vorbei oder auch nicht. Was ist da passiert? Ich glaube, Geis hat da ein kleines Problem gehabt. Ja, Schikane offenbar ein bisschen überschossen. Da sehen wir, ist der Lambo vorbei, der Audi vorbei. Ja, also aus Unfällen raushalten und fehlerfrei bleiben ist die Devise hier. Jetzt sind wir wieder 39 Autos. Also hat wieder einer auf den Server gefunden. Macht der Patrick Till. Ein Shooter Racing Team auf der 18. Ja, auch schon mal wieder 2 Positionen insgesamt gewonnen. Und Eckert schnappt sich den Moldenhauer jetzt. Ja, der hat jetzt hier insgesamt 2 Positionen gewonnen. Dahinter Langhorst. Und Graz auch noch im Zweikampf. Graz hier der grüne Aston Martin auf der Innenseite. Gucken, ob er nochmal gegenhalten kann. Jetzt hat er die Nase noch leicht dahinter und ordnet sich auch dahinter ein. Also hinter Brückner hier. Ja, aber auf der Außenseite sehen wir, will er vielleicht nochmal ein bisschen leer machen. Aber das wird etwas schwierig da. Kommen erstmal nur Rechtskurven. Jetzt haben wir dahinter das Duell zwischen Buchholz und Socher. Ja, Socher hat es auch schon ein bisschen nach vorne gespült. 9 Positionen. Kommt ein bisschen zu weit raus. Aber das Auto rechtzeitig wieder auf den Asphalt gebracht hier. Damit wieder die Kontrolle gewonnen. Und kann jetzt wieder einen neuen Versuch starten. Ist hier zwischen 2 Porsche eingeklemmt sozusagen. Buchholz haben wir hier und dahinter der Teamkollege. Also die können hier mal gucken, ob sie dem Socher ein bisschen Ärger machen können. Pötter jetzt derweil mit einem Fehler hier. Führungsanzeige haben wir nicht. Das ist die Schikane. Die ging noch gut. Jetzt kommt aber die zweite. Davon schon einen Abflug gesehen. Er verliert jetzt hier auf jeden Fall mal 6 Positionen gerade. Also ganz, ganz bitter. Es ist ja auch der erste Körper. Ja, mal richtig aufgesetzt mit der Front. Und da natürlich den Grip verloren. Und Kep jetzt gerade auch mit einer gelben Flagge. Hier sehen wir es nochmal. Das ist die letzte Schikane. Da gehen auch nochmal 6 Autos vorbei. Eieiei. Also der ein oder andere, der wird sich richtig ärgern hier über sich selber wahrscheinlich eher. Meistens waren es ja doch dann Fahrfehler. So, Hoffmann dahinter. Kipfer auf der Innenseite. Der BMW. Na, hält sich erstmal vor Hofmann.
Gucken, Kipfer hat aber schon viel gewonnen. Sehr schön. Und Socher hat sich jetzt hier den Porsche doch geschnappt. Eine Runde, nachdem wir hier drauf waren. Hat es also funktioniert hier auf der Stadtzielgeraden. Buchholz damit auf die 29 zurückgegangen. Hat sich aber schon mal in die Punkte gefahren momentan. Platz 29. Er war hier von der 33 gestartet, glaube ich. So, bald haben wir schon ein Drittel rum. Wird noch ein bisschen dauern, denke ich, bis wir die nächsten regulären Boxenstopps sehen werden. Denke mal ungefähr bei der Hälfte, plus minus ein bisschen. Und ja, ein paar Autos haben wir auf der Strecke sozusagen ein bisschen, ja, nicht verloren, aber fahren relativ alleine vor sich her. Aber noch ganz, ganz viele Autos, die dicht zusammenfahren. Vor allem im hinteren Mittelfeld hier so ab Platz 14, 15, 20, 24 sehen wir da ganz, ganz enge Abstände, da können wir eigentlich auch mal hingehen. Brückner nämlich hier gerade schon wieder auf der Innenseite vorbeigeguckt. Beim Langenhorst. Gersch muss hier gerade auch eine Position abgeben. Hofmann hat sich offenbar den McLaren geschnappt. Da gehen wir vielleicht auch zurück. Ah ne, da war schon passiert. Na, beim Markenkollegen ist er jetzt noch nicht direkt vorbeigekommen. Da muss er sich nochmal ein bisschen gedulden. Detlef Kiep ist jetzt in der Box. Auf der 21. Jeff Ewerts haben wir noch auf der 4. Also der schnuppert auf jeden Fall noch am Podium. Der Stefan Mons ist auf jeden Fall direkt vor ihm. Davor haben wir schon 3 Sekunden zu den ersten beiden. Die setzen sich da nach und nach so leicht ab. Preko immer noch mit der Bestzeit 28,3. Andersen, ja, Prinzip auch 28,3. Mons, Ewerts hier 3 und 4 haben 28,5 in den schnellsten Runden. Also das spiegelt das ganz gut wieder. 1-2 Zehntelchen langsamer. Also kontinuierlich verliert man so ein bisschen den Anschluss nach vorne. Aber wenn da vorne mal was passiert, ist man auch schon wieder dran, muss man sagen. So, wir gehen mal die Zweikämpfe ein bisschen durch. Till gewinnt hier gerade die Position, weil Cruz da einen kleinen Fehler hatte. Da haben wir ja richtig hingeschaltet. Hofmann auf der 18 hatten wir, glaube ich, schon gesehen. Fährt Hofmann da gerade mit dem Schild durch die Gegend? Ah ja, sehr interessant. Jetzt ist das aber losgeworden zum Glück. So, Höfer haben wir direkt dahinter auf den 19. Kipfer dahinter, Eckert. Der ja schon ein paar Positionen hier gerade gewonnen hat, wie wir gesehen haben. Insgesamt 7. Aber wenn wir hier mal so hinten rausschauen, na, 3, 4 Autos. Die könnten ihm dann nochmal gefährlich werden. Ja, bis Platz 25 ist das. Platz 26, Brian Pötter mit dem Honda. 4 Sekunden hinter dieser Gruppe. Irgendwo da ganz, ganz hinten, kann man ihn vielleicht erahnen. Na, gehen wir zu Langhorst rein. Der wird hier gerade von Brückner angegriffen. Der hat sich schon mal hier auf die Innenbahn, ist das? Ja, auf die Innenbahn gesetzt. Hat da sehr, sehr gute Chancen vorbeizugehen. Schauen wir mal. Aufpassen, die beiden Hondas hier im Zweikampf. Honda sag ich schon. Audi und Honda. Und der Audi geht hier leider in die Box beim Überholmanöver. Na, war aber noch nicht in die Wand natürlich. In die Box müsste er eventuell jetzt schon rein. Je nachdem, wie sich der Schaden bemerkbar macht. Eine Runde muss er jetzt aber erstmal mindestens noch fahren. So, also wie gesagt, Eckert, der steht hier ganz gut unter Druck. Ein Auto hinter sich ist ja jetzt gerade losgeworden, wie wir gesehen haben. Der Herr Brückner. Ah, aber Moldenhauer. Irgendwann habe ich es. Moldenhauer kommt hier sehr, sehr gut raus. Mal gucken. Leichte Linkskurve. Da ist es mal sehr, sehr knapp, sich daneben zu bremsen. Oh, das war zu schnell vom Aston Martin. Leicht überschossen. Hier gewinnt die Position. Ich denke, er wird die zurückgeben. Jawohl. Also, absolut fair hier. Jim Leckie. Oh, was da passiert? Gelbe Flagge haben wir. Ja, wollten hier zu zweit in die Kurve rein oder musste er da ausweichen? Vielleicht zu spät auf der Bremse oder ähnliches. Gab auf jeden Fall mit Buchholz hier die Berührung der Porsche auf der 29. Jetzt aber wieder unterwegs hier. Cimilek auf der 30. Was haben wir sonst noch? Meyer-Holt haben wir. Auch ein schönes Dreiergrüppchen, was wir sehen. Hofmann, Gersch, Meyer-Holt. Pfaffenrot und Pay direkt hintereinander. Aber Pfaffenrot muss noch in die Box, also kein tatsächliches Duell hier um eine Position. Ja, also hier riecht es auch ein bisschen nach Überholmanöver. Schröter und Danovic. Und Rosse mit einer gelben Flagge. Oh. Ah, hier wahrscheinlich zu viel Körb mitgenommen. Ja, der linke Körb war es bereits. Einmal weggedreht, leicht in die Wand rein.
Und jetzt muss er auch noch mal erstmal wieder umdrehen. Haaf, Guerra und Geist gehen auf jeden Fall mal vorbei. Ja, jetzt fährt er hier auch wieder. Patrick Till, der hat da nicht ganz profitieren können. Zumindest nicht mit einer Position. Ist aber jetzt erstmal direkt rangekommen. So, scroll, scroll, scroll. Na, Hoffmann. Bruce Hoffmann Höfer haben wir hier. Ja, für Hofmann, da ging es weder nach vorne noch nach hinten im Ergebnis momentan. Momentan sieht es fast aus, wenn das nach hinten gehen würde. Wir sehen hier, ein Meter dahinter ist der McLaren von Höfer. Da gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob er hier einen Angriff starten kann irgendwo. Vielleicht in Turn 1. Dann jetzt hier in der letzten Kurve wird es noch nichts werden. Langhorst geht gerade an Moldenhauer vorbei. 22, 23. Und Graz auch noch. Oh, er fliegt das Schild mal ordentlich. Da gehen wir mal zurück. Da muss ja irgendwas passiert sein. Ah, hier ging es ein bisschen zu weit. Aufs Gras. Da wahrscheinlich da das Schild weggefahren. Ja, Side by Side hier mit dem ersten Kollegen. Aber Graz ist das hier auf der rechten Seite. Der ist lang, glaube ich, vorbeigegangen. Ja, da haben wir es gleich gerade gesehen. Hier sehen wir es jetzt auch im Live-Bild wieder. Ja, für Graz, das läuft doch sehr, sehr gut. 16 Positionen ging es bis jetzt nach vorne. Hat ein gutes Rennen hier gerade. So, Gersch und Hofmann. Na, war gerade Side by Side, aber Gersch bleibt vor Hofmann. Meyerhold dahinter direkt. Da können wir kurz draufbleiben, glaube ich. Schönes Trio, was wir hier sehen. Weil das Rennen noch auf YouTube hochgeladen wird und das möchte man ohne Facecam sehen. Deswegen, ja, hört man mich heute nur und sieht mich nicht. Aber reicht ja auch an sich. Ja, DTs und so haben wir auch noch keine. Mal gucken, wie es nach dem ganz vielen Boxenstopp sind, die wir hier so in 5 bis 10 Minuten, denke ich mal, sehen werden. Da haben wir noch das Duell Graz-Langhorst, Pütterbrückner weiter vorne. Oh, ich bin gerade mal wieder weggeschaltet. Waffenrot, ja, lässt hier Nissan vorbei, wird hier, glaube ich, gerade überrundet. So, achso, Andersen ist in die Box rein, deswegen. So, was ist denn vorne passiert? Achso, Preko ist in der Box, sehe ich gerade hier. Oder, ah, das habe ich nicht erwischt hier, weil er durchgereicht wird natürlich, da ist er. Ja, war jetzt schon in der Box. Wollte gerade sagen, Mons führt hier gerade das Rennen an. Aber das wird nicht unbedingt so bleiben, war relativ eng, also ein guter Boxenstopp ist hier auf jeden Fall was wert. Na, gucken wir mal hier beim grünen ersten Piloten rein mit der 9967, der Alex Graz, der hier immer noch am Honda dranhängt. Na, kein Angriff, deswegen gehen wir mal zu Platz 15-16. Mal gucken, ob hier was passiert. Hier haben wir McLaren gegen Audi. Hofmann da gut über die Curbs rübergegangen. Hat man im Hintergrund ein bisschen gesehen, dass hier das Auto ein bisschen wackelig war. Aber alles gut. Mons geht jetzt auch in die Box auf der 6. Position. Liegend. Klar, wird jetzt ein bisschen durchgereicht. Mal gucken, ob er vor oder hinter Precourt rauskommt. So, die beiden fahren auf jeden Fall nochmal weiter. Da geht das Duell in die nächste Runde im wahrsten Sinne. Kipfer geht rein auf der 18. Geht also so langsam los hier. Das kann das Ganze noch ein bisschen durcheinander würfeln. Na, gucken wir mal kurz. Ah, da wollte ich nicht hin. Zu Graz wollte ich. Ja, die beiden Duelle hier relativ spannend gerade. Rosso schon wieder, glaube ich, mit einem Ausritt hier. Diesmal wieder die Schikane. Die hat schon ihr drittes, viertes Opfer gefordert. Oh, da kannst du mal richtig und auf den Unterboden gucken hier. Ja, zumindest mal kein Einschlag. Kleiner Trost hier. Aber hier gehen jetzt auch wieder 4, 5 Autos vorbei. Jawohl, bis Platz 19 wird er durchgereicht. Dahinter ist Brückner. Der kommt auch noch angerauscht. Kommt aber gerade nicht mehr vorbei.
Oh, jetzt schon wieder ein bisschen off-track gewesen hier. Na, wo ist er denn? Da steht er jetzt. Oh, noch mehr, da kommt der McLaren. Von Mons müsste das gewesen sein. Eieiei. Ja, in die Box muss er nochmal. Mal gucken, ob er es jetzt tut. Ja, ganz vorne haben wir gerade Evertz. Der war aber, wie gesagt, nicht in der Box. Wir gucken mal kurz bei denen, die schon in der Box waren. Platz 21. Ja, Precourt müsste also Boxenstopp-bereinigt der Erste sein. Und Daniel Andersen auf der 2, Mons auf der 3. Ja, müsste ja soweit passen. Ja, das Feld hat sich schon ziemlich gut verteilt. Auf der Karte sehen wir es. Kaum Streckenabschnitte, wo kein Auto ist. In der Boxengasse ist auch gerade ganz gut was los. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal mindestens 4 Autos in der Box. Wenn ich mal ein bisschen runterschalte. Hagendorf, der ist gar nicht erst rausgefahren. Also keine Ahnung, was da los war. Na, Hofmann, der beißt sich hier gut die Zähne aus am Alex. Gucken, ob das die nächsten Runden nochmal was wird. Auch hier der Aston Martin immer noch nicht vorbeigekommen an Langhorst. Also Duality hier tatsächlich ganz, ganz viele Runden gehen. Haben jetzt noch nicht gesehen, dass er daneben kam. Mitgehen ist offenbar kein Problem soweit. Aber angreifen ist dann nochmal was anderes. So, Haf auf der 9 drin. Ja, gucken wir mal wieder bei Hofmann rein. Der am McLaren von Cruise dranhängt. Ja, hier im Mittelfeld, da werden bei den Bestzeiten, habe ich hier 30er stehen. So, 30er hinten, 31er. Vorne haben wir ja, 29er, abgesehen von den ersten beiden. Die sind schon 28er Zeiten gefahren. Also das teilt sich hier ganz gut auch, sage ich mal. Oh, schon wieder eine gelbe Flagge bei Pötter. Oh, da ist noch einer. Pfaffenrot ist da noch involviert. Wir gehen mal 30 Sekunden zurück. Da kriegen wir es nochmal mit, was da passiert ist. Gehen vielleicht mal in die Heli-Perspektive. Was da vielleicht beim Überrunden oder irgendwas falsch gelaufen ist. Mal gucken. Hier kommt er zu weit raus erstmal. Das war aber noch scheinbar nicht das Problem. Kann das Auto hier abfangen. So, wo kommt der Porsche ins Spiel? Oh, der steht ja mitten auf der Strecke. Also was auch immer beim Pfaffenrot passiert ist, der stand da mittendrin oder mittendrauf auf der Strecke. Ja, da ist er schön reingerauscht, der Pötter. Das Auto ist dahin. Hier sehen wir es auch, die Motorhaube mal komplett auf. Und war der schon in der Box? Er war schon in der Box, jetzt muss er nochmal in die Box reinfahren. Jetzt muss er erstmal die halbe Runde sich zurückschleppen. Wird dadurch sowieso noch Position verlieren. Daniel Pay sehen wir hier, wie er vorbeigeht, der BMW. Ah, ganz, ganz komische Situation. Haben wir nicht ganz gesehen, was da das Problem am Porsche womöglich war. Ah, mit Punkten wird es dann eher schwierig heute. So, wir haben eine DT. Die Nummer 8 ist drin gewesen zur DT. Das war Steffen Rosse. Der war zu schnell in der Box offenbar. Also der hatte nochmal eine schöne Extra-Runde jetzt hinterher gedreht. Ja, fehlen gar nicht mehr so viele. Naja, geht noch. Die ersten 15, 18, 20, 21, die noch rein müssen. Also knapp die Hälfte war jetzt schon drin. Sind jetzt bei der Hälfte. Ich denke mal, der ein oder andere wird jetzt gleich auch nochmal reinkommen. Betrieb ist auf jeden Fall hier links in der Boxengasse noch. Und wir gehen mal zu Langhorst und Graz rein. Da sieht es nämlich sehr, sehr interessant aus. Da haben wir nämlich noch Precourt dahinter auf Platz 16. Das ist ja der im Prinzip Führende, weil die beiden hier müssen nochmal in die Box rein. Bin mal gespannt, ob Preko da heil irgendwie vorbeikommt an den beiden. Der nächste wäre ja erstmal Graz. Denke mal nicht, dass er sich groß wehren wird. Ne, hier lässt er den Porsche vorbei, sehr gut. So, Jäkel lässt den Andersen, glaube ich, vorbei. Ach ne, der ist da vorne. Mons war das dann. Genau, der andere McLaren.
Das ist nämlich das aktuelle Podium. Wenn alle in der Box gewesen sind jedenfalls, dann sehen wir es wieder. So, jetzt geht es hier in den nächsten Honda. Startzielgerade, denke ich, sollte es kein Problem sein, hier vorbeigelassen zu werden. Na, sieht Langhorst gerade nicht ganz so. Na, jetzt aber. Kann auf der Innenseite vorbeischlüpfen. So, Graz. Konnte jetzt aber nicht profitieren hier von diesem Überholmanöver. Manchmal kann man da ja vielleicht aus irgendeiner Kurve besser rauskommen, wenn er da vorne ein bisschen vom Gas gehen muss. Aber er ist hier trotzdem mal dran, direkt im Windschatten. Bin mal gespannt. Der Honda hält sich erstmal mittig, geht jetzt wieder rüber. Der Aston Martin wird sich noch nicht daneben bremsen. Aber hat sich schon mal gut bemerkbar gemacht. Dahinter kommt der nächste, den er mehr oder weniger vorbeilassen. Ja, sollte, muss, kann, wie man das auch sehen möchte. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil er natürlich hier den Anschluss an den Honda nicht verlieren möchte. Aber hier hat er schon mal vorbeigelassen. Gucken wir mal, wie Langhorst das Ganze löst. Ja, hier kommt erstmal gleich ja, eine kleine Gerade. Da könnte das wahrscheinlich bewerkstelligen. Ja, McLaren kann jetzt hier auf der Innenseite vorbeigehen. Sollte nicht allzu viel Zeit kosten für den Honda. Sehr, sehr schön gelöst. Damit nichts an der Situation geändert hier zwischen den beiden. So, Schröter und Hansel haben wir hier. Die beiden, ja, BMW-Piloten. Komme ich auf BMW? Honda und BMW-Piloten natürlich. Die waren beide auch schon drin. Also hier geht es um Position 18. Und der Herr Haaf dahinter im Lamborghini, der auch schon drin war, könnte auch nochmal eine Rolle spielen. Da oben sehen wir den blauen Lamborghini, der sich jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen dran bremsen kann. Leicht verbremst, glaube ich, oder? Ja, sah ein bisschen so aus. Aber das könnte auch nochmal interessant werden zwischen den dreien. So, haben wir hinten noch ein bisschen was. Na, die Abstände da jetzt nicht super eng. Oh, jetzt haben wir ein paar gelbe Flaggen. Aber sind wahrscheinlich Boxenausfahrten eher. Pötter, Gersch. Ja, waren wahrscheinlich alles Boxenausfahrten. So, Hansel und Schröter waren das. Oder sind das hier immer noch? Oh, ein bisschen früh eingelenkt vielleicht vom BMW. Trifft da den Honda. Zum Glück dreht sich da keiner weg. Also hat sich ja doch in der Reihenfolge was getan. Schröter ist an Hansel vorbeigegangen, genau. Haben die beiden einmal getauscht und Haaf ist jetzt wie gesagt direkt dran. Wenn wir da mal einsteigen, sollten wir die Autos relativ groß vor uns sehen. Und ein Stop and Go gab es auch noch für die Nummer 4. Ah, wer war das? Das war der Pierre Brückner auf der 35. Ja, das hat natürlich auch ordentlich nach hinten geworfen. So, BMW wieder vorbeigegangen. Da haben wir es gerade gesehen. Ja, nimmt hier schön Curb mit. Ah, Boxenstopp technisch. Sind wir fast durch, würde ich sagen. Guerra fehlt vorne nur noch. Alle anderen, ja, sind gerade drin oder waren schon. Klar, wenn du Reifen wechseln musst, dann lohnt es sich auch so, um bei der Hälfte reinzugehen. Ja, 21, 22. Auch hier hart umkämpft. Davor und dahinter direkt haben wir schon etwas größere Abstände. Da passiert nicht super viel. Ganz gut Luft dazwischen den Autos. So, mal gucken. Ist denn das hier vorne? Das ist der Guerra, der noch in die Box muss. Mal gucken, ob er jetzt reinfährt. Hinter sich sieht er ja das Duell zwischen der 21 und der 31. Und er geht jetzt rein. Damit haben wir gleich wieder ein Boxenstopp bereinigtes Feld. Ich mache die Boxenstopps einmal aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, und dann gehen wir mal wieder auf den Zweikampf drauf. Um Platz 21, 22. Höfer kommt jetzt raus. Graz ist auch noch drin. Müsste aber auch bald wieder rauskommen. So, da ist Höfer. Der McLaren, der hier hinter dem Duell rauskommt, glaube ich. Weiß nicht, ob Langhorst da auch noch vorbeigekommen ist. Nee, hat sich hier hinter dem Duell eingeordnet. Also da können sie auch nochmal ein bisschen zusammenrücken hier. Mal schauen, was da so passiert. Auf jeden Fall sehen wir, dass Hofmann noch nicht an Eckert vorbeigekommen ist jetzt hier.
Aber nicht mehr so viele enge Duelle gerade. Wir sehen es hier, sehr viele weiße Zahlen. Tatsächlich das engste Duell hier. Oh, das könnte ein Fehler gewesen sein vom 31er und der 21er geht vorbei. Hofmann holt sich hier Platz 19. Der hat da sehr, sehr schön Druck gemacht und jetzt wird er dafür belohnt. Mal schauen, ob er wegfahren kann. Kipfer ist der Nächste auf der 18, 4 Sekunden dahinter. Aber die Abstände, wie gesagt, davor, ja, 2, 3 bis 6 Sekunden. Das wird nochmal eine zähe Angelegenheit für die letzten, ja, gleich 20 Minuten. Mal gucken, ob er da nochmal den einen oder anderen sich schnappen kann. Jetzt gucken wir mal, wo Guerra rausgekommen ist. Auf der 13. Ja, hat sich, weiß nicht, ob es sich gelohnt hat für ihn, ist auf seiner Startposition geblieben am Ende. Und hat offenbar 8 Sekunden Rückstand, ja, zu diesem kleinen Dreierpäckchen hier vorne. Da haben wir ja schon ein, zwei Überholmanöver gesehen zwischen dem Honda und dem BMW. Haf hat sich das Ganze angeschaut hier. Ist jetzt noch nicht ganz so gefährlich geworden, offenbar. Vielleicht, ja, wartet er auch nur, dass da vorne vielleicht was passiert. Lässt ein bisschen Abstand, dass er da rechtzeitig reagieren kann. Denn wir sehen ja, die beiden machen da doch so ein bisschen Action, würde ich mal sagen. Wir gehen bei Hansel mal rein. Doch nicht. Sind schon nebeneinander. Sieht man nichts mehr. Nee, ich habe gerade den Falschen ausgewählt. Hansel ist direkt davor. Ist auch ein BMW, aber... Oh, da macht er gerade Platz, der... Bin ich gerade verwirrt. Warte mal. Ach, deine P auf der 31 ist der BMW. Der hat natürlich Platz gemacht, der wurde hier überrundet. War gerade leicht verwirrt. Weil... Genau, weil Hansa den gleichen BMW fährt. Deswegen war ich kurz verwirrt. Aber ist nichts geändert worden. Hier BMW vor Honda. Vor Haf. Abstände sogar ein bisschen größer geworden. Jetzt haben wir es wieder. Deswegen gehen wir mal hier zum nächsten Dreierpack. Hofmann, Eckert, Höfer. Zwei Audis hier gegen eine McLaren. Ja, wobei sieht es eher aus, dass der McLaren hier gegen den Honda... gegen den Audi hier kämpft. Aber da noch zu weit weg, aber ganz nah dran ist der Rosse an Socha. Ja, schauen wir da mal raus. Jawohl, jetzt funktioniert es auch. Ja, mal sehen, ob er hier die Innenbahn zumacht oder ob es den Angriff auf die Innenseite gibt. Da geht er auf jeden Fall schon mal rein, der Honda. Damit muss Socha hier die Innenbahn ein bisschen auflassen. Ein bisschen rutschig auf der Außenbahn, deswegen verliert er die Position. Da kommt noch ein McLaren. Das müsste aber anders sein auf der zweiten Position. 3,6 Sekunden hinter dem Führenden. Hier geht er auch jetzt am nächsten vorbei. Und Socha kann das, glaube ich, ausnutzen. Geht jetzt auch noch im Honda womöglich vorbei. Jetzt kollidieren sie da. Gehen beide hier, ja, ganz schön off-track. Da gehen wir kurz zurück, schauen uns das Ganze nochmal von oben an. Ja, der Honda hat natürlich kurz Platz gemacht da für den McLaren. Mehr oder weniger, kam auch relativ weit raus. Ja, Socha wollte auf der Innenbahn vorbeiziehen und... Ach, da sind sie kollidiert. Er wollte oder hat links Platz gelassen. War zumindest seine Absicht, aber trifft er leider den Honda, der jetzt hier auf der 27 unterwegs ist. Wo ist Socha jetzt hingefallen? Oder konnte er weiterfahren offenbar? Wo ist er denn? Ah, auf zwei Plätze weiter vorne. Auf der 25 hier. Ja, mal gucken, ob er nochmal irgendwie wartet und den Honda wieder vorbeilässt. Oder ob er hier so weiterfährt. Geh mal ein bisschen durch. Also, hier sind wir beim Führenden, Dennis Precourt. Mit, na, ich will nicht sagen komfortablen, aber doch momentan relativ souverän. 3,6 Sekunden. Letzte Runde war ein bisschen schneller als der Daniel Andersen hier auf der 2 im McLaren. Der hat auch nochmal fast 3 Sekunden vor seinem Markenkollegen Hansel gerade gelbe Flagge gehabt. Ah, noch eine DT für die 24. Ah, wo ist er, wo ist er? Oh, hier sehen wir gerade das Duell schon wieder zwischen den beiden. Zwischen dem Hansel und dem Schröter. Bin ich gerade blind? Egal. Konzentrieren wir uns mal hier auf den Zweikampf. Also jetzt... Ja, jetzt bin ich auf den richtigen BMW drauf. Die beiden haben auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vielleicht ist Haft der lachende Dritte, wie man so schön sagt.
Aber früher oder später wird auch er eingreifen wollen. 19 Minuten sind noch Zeit. Also ich denke, ein paar Minuten Geduld wird er noch haben. Wird gucken, ob er profitieren kann. Sonst wird er da ja selber aktiv werden müssen. Oh, Rosse gerade schon wieder ein Problem hier gehabt in der Schikane. Ja, ein Grad kühler geworden auf der Strecke. Also ändert sich im Moment nicht wirklich viel. Wir haben hier ja schön nachmittags. Da tut sich dann temperaturtechnisch nichts nach Regen. Sieht es auch überhaupt nicht aus. Wird auch nicht mehr kommen heute. Also da kann man doch schon mal ganz glücklich sein anstelle der Fahrer auf jeden Fall. Achso, wir wollten eigentlich durchgehen. Genau, Mons hatten wir auf der 3. Jeff Ewerts, der hat sich ja Position 4 schnappen können auf dem... Nee. 3 verloren auf die 4. Mons hat sich die 3 schnappen können. Ewerts auf die 4. René Brey auf der 5. 4 der Nissan. Auch auf der Position geblieben, wo er gestartet ist. Chris Haya haben wir hier auch sehr wenig im Bild gehabt bis jetzt. Jetzt haben wir ihn aber mal ein paar Sekunden drin. Der drittbeste McLaren hier auf der 6. Also relativ viele McLaren vorne. Genauso wie BMWs. Dahinter haben wir Pete Money mit einem Positionsgewinn am Aston Martin. Peter Littner haben wir hier ebenfalls mit einer Position nach vorne gerückt. Ferit Danovic. Ja, der hat 3 verloren. Bisschen der Verlierer hier auf den vorderen Plätzen. Jan Hansel, der hat wieder gut gewonnen. Aber kann sich nicht sicher sein, denn wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. Patrick Schröter und Michael Haaf sind direkt dahinter. Dahinter eine größere Gruppe bzw. Abstand. Helder Guerra, der als letztes in die Box rein ist. Auf seiner Startposition ist er momentan. Dann haben wir Detlef Kep hier auf der 14. Auch da ging es leicht nach hinten. Patrick Till, na, eine Handvoll gewonnen. Sehr gut. Relativ dicht gefolgt von Rudi Geis. Der hat 1 verloren. Weiter geht's mit Alex Cruz auf der 17. Dahinter haben wir Remo Kipfer. Da ging es, glaube ich, auch alles relativ gut. Zumindest was die Position angeht. Daniel Hofmann haben wir dann hier auf der 19. In den Top 20 momentan noch Jerome Eckert mit 8 Positionen, die er gewonnen hat. Andreas Höfner auch noch in den Punkten hier auf der 21. Genauso wie Alexander Langhorst dahinter. Auf der 23 haben wir Alex Graz, einer der größten Gewinner hier mit 16 Positionen. Klaus Jäkel haben wir dann hier auf der 24. Dominik Socher auf der 25. Ja, trotz des kleinen Unfalls eben, da ist er, glaube ich, gut von weggekommen. 13 Positionen nach vorne gegangen. Weiß nicht, ob er damit unbedingt gerechnet hat. Hat heute erst ein bisschen geübt. René Moldenhauer haben wir dann hier. Und vorne Haaf. Da müssen wir gerade mal hingehen. Jawohl, greift hier den Schröter an. Also greift jetzt hier doch mal ein. Nachdem der Abstand größer geworden ist, trifft den Honda und beide drehen sich ein. Und ja, können beide halbwegs weiterfahren. Mal gucken, ob Guerra da jetzt nochmal profitieren kann. Ja, am Honda kommt er nochmal vorbei. Ich weiß nicht, ob Haaf nochmal warten wird. Dann sollte er da nämlich auch nochmal vorbeikommen. Aber den Lamborghini sehen wir da oben. Der fährt hier erstmal weiter. Ja, damit Schröter jetzt einen neuen Gegner direkt. Einen Audi diesmal. Ja, der nächste Audi ist auch schon etwas weiter weg wieder. Also an der Stelle haben wir leider gerade wieder einen kleinen Unfall gesehen. Zum Glück ging es nicht groß in die Wand rein. So, wo waren wir denn stehen geblieben gerade? Ich glaube, bei Jim Leckie hier im McLaren. Kurve nicht optimal bekommen auf der 27. Aber trotzdem 10 Positionen gewonnen. Hat sich also auch erstmal in die Punkte fahren können. Sollte auch klappen, wenn nichts Großes mehr passiert. Ja, Steffen Rosse, 17 Positionen verloren. Den haben wir ein paar Mal off-track gesehen. Auch schon etwas stimuliert. Marco Odenthal haben wir hier mit einem aktiven Blinker auf der rechten Seite. Platz 29. Auch er hat sich in die Punkte fahren können. Ein Punkt aktuell würde sich Holger Gerscholen auf der 30, von der er auch gestartet ist. So, Pötter. Der hatte ja diesen Unfall. Hat er den schon repariert eigentlich? Ich glaube ja, aber scheint so, als wenn er nochmal einen Unfall gehabt hat. Schauen wir nochmal zurück. Oh ja, und da ging schon wieder in die Wand rein. Diesmal war aber wirklich selber schuld. Ah, das war ein verkorkstes Rennen für ihn hier. Würde er froh sein, dass das hier bald vorbei ist. Ja, auf der 35 jetzt unterwegs. Ja, Daniel Perham war auf der 31, Brückner auf der 32, Hofmann hier auf der 33, Buchholz auf der 34, Pötter schon wieder leicht off-track hier.
Ja, Boxengasse kommt aber da hinten. Gucken, ob er nochmal repariert. Pfafferoth haben wir gesehen, der war da stehen geblieben auf der Geraden. Ist in der Box. Weckel hat abgestellt. Hagendorf, der ist gar nicht erst gestartet. So, Patrick Schröter. Der musste sich gerade gegen Guerra wehren. Da gucken wir auch mal kurz zurück. In der Schikane gab es da womöglich den Angriff. Ah, hier Guerra ein bisschen zu viel vom Körper mitgenommen. Geschwindigkeit verloren. Und der Honda geht hier auf die Innenseite. Oh, da hat er sich aber rübertreiben lassen. Und den Audi getroffen. Das hat man schön hier aus der frontalen Perspektive gesehen. Also da hat er den Audi mal ein bisschen gesendet. So, jetzt kleine Drift-Session hier. So, jetzt ist Gep hier auf den Plan getreten. Der ist natürlich da durch diesen kleinen Unfall oder Vorfall mal direkt wieder rangekommen. Ja, Platz 14. Momentan Platz 13 direkt davor. Ja, schön im Windschatten. Schauen wir mal, ob es hier einen Angriff gibt, ob das gut geht. Ein, zwei Unfälle haben wir schon gesehen, aber hier setzt er sich nicht daneben. Versucht nur mal den Audi ein bisschen zu verunsichern. Na, schauen wir mal. Gucken wir mal noch woanders Duelle. Vorne tut sich gar nichts. Da sind die Abstände da. 2, 3 Sekunden und noch mehr. Guck mal, hinten haben wir vielleicht noch 29 und 30 im Zweikampf. Genauso wie 25, 26. Moldenauer Socher hätten wir da. Na, können wir mal ganz kurz hinschalten. Die sind hier schon in der letzten Schikane. Ja, Gersch ist an Odenthal dran. Ja, ziemlich dicht sogar. Aber hier Ausgang muss er leider wieder ein bisschen federn lassen, damit kein Angriff möglich in der letzten Schikane. Hat sich doch relativ weit beruhigt. Hier und da haben wir nochmal 1-2 Sekunden Abstände, aber sonst passiert nicht super viel. So, Pötter schon wieder auf Abwägen. Ich glaube, das Auto fährt nicht mehr so super. Wir sehen es schon wieder. Motorhaube so weit auf wie vorhin auch schon beim ersten Vorfall. Ja, 12 Minuten muss er jetzt noch durchhalten hier. Gucken wir mal, ob Kep jetzt hier an Guerra dranbleiben kann. Momentan der Abstand 1,2 Sekunden. Wird gerade ein bisschen größer. Ja, eine Drive-Thru und... Ne, zwei Drive-Thrus und zwei Stop-and-Goes haben wir bis jetzt gesehen. Die 24 hat sich sogar zweimal eine Strafe abgeholt. Ach, das war Pötter. Naja. Ja, Preko auf der 1, 5 Sekunden weg. Der scheint da so leicht abhauen zu können. Aber auch Andersen und Mons, die nähern sich nicht wirklich an auf 2 und 3. Ewerts 13 Sekunden dahinter. Dann haben wir 2x 5 Sekunden Abstände. 6, 7 sehen wir hier. Das ist dann der erste halbwegs enge Abstand noch. Zumindest mal in Sichtweite, die beiden Autos. Dahinter ist auch gerade nicht super viel los. Guerra, glaube ich, ja, fährt dem Kep eher weg. Macht sich nochmal auf den Weg zum Schröter vielleicht. Mal gucken, ob das noch reicht. Ja, Till hat ganz klein im Rückspiegel den Rudi Geis. Ja, den gelben Aston Martin. Aston Martin ist das. Dann haben wir wieder eine größere Lücke. Mehr oder weniger nochmal ein Dreier gespannt mit Cruz, Kipfer und Hoffmann. Hoffmann kann hier, glaube ich, den Kipfer gerade angreifen. Ich habe da ein bisschen Staubentwicklung gesehen. Also könnte sein, dass Kipfer da vielleicht leicht draußen war. Deine Pay mit einer gelben Flagge. Ah, schön rangefahren hier. Aber wichtig wäre natürlich, hier den Schwung mit rauszunehmen. Bleibt erstmal ganz dicht dran. Rudi Geis wird hier mit dem Kontakt angezeigt. Gucken wir mal, ob wir nochmal sehen, was da genau passiert ist. Oder ob da was passiert ist. Nö, sieht eigentlich alles gut aus. Ah, 18, 19 könnte es doch mal einen Positionstausch geben. Hofmann macht hier sehr, sehr großen Druck auf Kipfer. Ah, letzte Runde war Hofmann eine ganze Sekunde schneller. Auch die schnellste Runde eine halbe Sekunde schneller.
Also von den Zahlen her würde ich sagen, dass er da pace-technisch ein bisschen mehr rausholen kann. Aber jetzt hier den Körb zu viel mitgenommen. Wieder ein paar Meter verloren. Muss er wieder ranfahren. Ja, Odenthal, Gersch hatte ich gleich von erwähnt. Das ist noch hier hinten so ein halbwegs enges Duell. Eine Sekunde. Porsche gegen McLaren. Oh, und Daniel Kiep in der Box auf der 14. Wenn das mal keine Strafe ist. Daniel Pace schon wieder mit dem Kontakt angezeigt. Oh, ich war auf dem falschen Auto vorhin. Ah, hier ein bisschen Off-Track gekommen. Aber hat keinen berührt. Halbe Minute hat aber nach vorne und 20 Sekunden nach hinten. Der fährt dann doch relativ einsam hier seine Runden. So, einsam ist der Odenthal jedenfalls nicht. Gersch, der leistet ihm hier doch sehr viel Gesellschaft. Vielleicht ein bisschen mehr, als ihm lieb ist. Oh, da hat er auch richtig Körb mitgenommen. Ja, DT für Kiep, der kommt jetzt raus auf der 21 offenbar. Eckert und Höfer haben nochmal profitiert. Die sind nochmal da vorbeigegangen. Und vorne mit der gelbe Flagge, Schröter. Oh, was ist denn jetzt hier los? Der war mit Guerra ja die ganze Zeit am Gange. Till ist auch nochmal vorbeigegangen. Also scheint so, dass er jetzt hier wahrscheinlich einen Ausritt hatte, weil Guerra ist da ja doch ein Stückchen weg. Zu schnell reinlaufen lassen über den zweiten Körb und dann verliert er das Auto. Till geht... ja, Guerra geht vorbei, Till geht vorbei. Und hier Geis ist auch noch vorbeigegangen. Genau, sehen wir hier eine Sekunde vor dem Honda-Piloten. Naja, solche Aktionen kann das Ganze nochmal hier ein bisschen durcheinander würfeln. Also hier um die 15. Position rum ist es relativ interessant. Und Position 16 ist auch nochmal gut umkämpft. Dann wäre Cruz, Kipfer und Hofmann immer noch. McLaren, BMW und Audi. Ja, könnte mal eine interessante Schlussphase werden hier. Bleiben wir kurz bei dem Duell. Ah, Kipfer, Hofmann jetzt hier Side-by-Side Richtung T1. Aber Hofmann hält sich noch vorne. Kommt der Switchback vom Audi. Außenbahn jetzt aber wiederum für die Rechtskurven. Ja, außenrum Nase leicht vorne. Aber reicht es. Jetzt kommen nochmal zwei Rechtskurven. Ich glaube, der BMW bleibt erstmal daneben und vielleicht sogar gleich da vorne. Von hinten kommt Precour. Der macht schon mal Lichthupe. Das wird die beiden gerade aber nicht ganz so interessieren. Vor allem hier den 21er nicht. Der ist nämlich gerade dabei, hier zu überholen. Graz mit der gelben Flagge. T1 müsste das sein. Jetzt drückt nämlich der Porsche, der will da vorbei. Ganz, ganz heikle Situation hier für alle Beteiligten. Jetzt macht er aber Platz. Das wird den Kipfer erstmal freuen. Aber er selber muss natürlich auch nochmal Platz machen. Da gibt es nochmal Lichthupe. Ich glaube, der BMW hat das schon mitbekommen. So, vielleicht jetzt hier Richtung Haarnadelkurve. Könnte er ihn auf der Innenseite vorbeilassen. Der Audi dahinter ist weit genug weg. Da kann er sich nicht daneben setzen. Na gut, außenrum geht natürlich auch. Nochmal die bisschen sichere Variante. Aber wie gesagt, der Audi war ohnehin zu weit weg, als dass er da hätte angreifen können. Und Socher ist hier off-track. Und da die Schikane mal wieder. Ah, Auto aufgesetzt da. Alle anderen kommen da noch sauber dran vorbei zum Glück. So, der Schröter. Der hat mal ein, zwei Positionen auch direkt vor sich. Weiß nicht, ob ein BMW vielleicht nochmal gefährlich wird. Aber den ersten Martin sehen wir hier. Den wird auf jeden Fall nochmal die letzten Minuten hier unter Druck setzen. Und alles dran setzen, da nochmal vorbeizukommen. Gibt nochmal ein paar Pünktchen mehr hier für die Gesamtwertung. Ist ja doch relativ eng da mit den Abständen in der Gesamtwertung. Also mit der Verteilung. Hofmann geht jetzt hier doch an Kipfer endlich vorbei. Also hier ist jeder Platz eigentlich Gold wert. Zumindest in der Summe nach 9 Rennen. Wenn du da jedes Mal Platz mehr gut gemacht hast, dann sind das nochmal 9, 10, 11 Punkte mehr. Kann sich also hinten raus nochmal lohnen. Ja, Hofmann hat uns gezeigt. Platz 17. Cruz ist da vor 2 Sekunden. Mal gucken. Ja, wir gehen mal nach vorne. Da sind wir nicht so oft, da passiert nicht so viel. Wobei,
der Stefan Monster gerade ganz gut aufholt anscheinend. 2,5 Sekunden haben wir eben gesehen zu Platz 2. Wobei die sich nicht super viel tun. Letzte Runde war relativ ähnlich. Schnellste Runde tut sich auch nicht viel. 1-2 Zehntel da. Aber mal schauen. Die eine oder andere Überrundung könnte natürlich auch nochmal reinspielen. So, Pete Money haben wir hier auf der 7. 1,2 Sekunden hinter Chris Haya. Das ist hier der McLaren. Moldenhauer wurde gerade langsam angezeigt. Könnte aber auch eine Überrundung einfach gewesen sein. Ja, aber hier im Mittelfeld geht es noch ganz gut zur Sache. Wie gesagt, Hofmann sehen wir hier. Der hatte sich ja den BMW geschnappt. Jetzt ist er am McLaren von Cruz dran. Mal gucken, ob er den auch noch geknackt bekommt. Erste ist ja da um die Ecke. Müsste also noch ja, 3 Runden, glaube ich, geben jetzt. Wir haben jetzt 36 Runden hinter uns. Also werden nicht ganz 40 Runden werden heute. Aber wenn Hofmann hier vorbeikommt, ist, glaube ich, erstmal Ende der Fahnenstange. Denn zu Platz 15, zu den Top 15 sind es fast 12 Sekunden. Das wird er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr aufholen dann. Kommen wir kurz bei Odenthal und Gersch rein. Gersch hier ist der McLaren auf der Innenseite. Hat er mal ein bisschen reingeluschert. Aber noch hält sich der Porsche hier vorne. Auch da hinten wird also gekämpft. Und im Mittelfeld vorne halte ich im Auge. Ja, Måns Andersen 2-3. Jetzt auch wieder 3 Sekunden. War nur eine Momentaufnahme offenbar. Da bahnt sich nicht so wirklich was an. Mal gucken. 6-7. Haya Money hatten wir gerade auch gesehen. 1,2 Sekunden. Mal gucken, ob da nochmal was passieren wird. Aber hier riecht es gerade danach. So, schön aus dem Windschatten raus. Setzt er sich auf die Innenseite. Reicht das, um auch wirklich daneben zu kommen? Oder zieht er zurück? Ah, Audi hält sich zurück tatsächlich, Hofmann. Ah, dahinter müsste Andersen sein, genau. Der Zweitplatzierte, der jetzt hier auch gleich vorbei möchte. Das wird Hofmann jetzt nicht so super schmecken. So viel Zeit ist nicht mehr. Und er ist schon am McLaren dran. Jetzt muss er gleich den anderen McLaren irgendwie vorbeilassen. Mal gucken, was er jetzt hier vor der Schikane vielleicht macht. Ja, fährt rechts rüber. Gucken wir kurz bei Höfer rein, ein paar Meter dahinter. Auch ein McLaren gegen den Audi. Auch hier bleibt nicht mehr viel Zeit. Der erste geht gleich in den letzten Sektor. Ah, ne, müsste gleich dann in die letzte Runde reingehen. Ja, 1,5 Minuten noch. Ja, also eine Runde gleich noch Zeit, hier sich nochmal zu verbessern. Guerra ist jetzt an Haaf dran. Da sehen wir Haaf im blauen Lamborghini. Auch die haben jetzt ja noch 2 Runden Zeit sogar. Ja, was interessant ist, Andersen habe ich gerade gesagt, der muss sich ein bisschen durchwursteln. Und dahinter sehen wir diesen roten McLaren, da ist er. Der, oh, da gab es die... Gab es Fehler beim Überrunden. Ich wollte es gerade sagen. Das kann nochmal interessant werden jetzt. Wir gehen mal in die Wiederholung rein. Ja, da wird es nochmal interessant. Zwischen 2 und 3 Hofmann an Cruz vorbeigegangen derweil. Auf der 16. Position. So, hier ist Andersen vorbeigekommen. Was war dann? Ah, hat er von McLaren einen mitbekommen. Und dann gibt es eine kleine Kettenreaktion. Aber Måns kommt da trotzdem ganz gut durch. Auch wenn er ein bisschen Berührung hatte. Und daher haben wir die Situation, dass wir jetzt hier unter einer Sekunde wieder haben. Also hat die Überrundung mal richtig Würze wieder reingebracht hier für den Endspurt. Ist nämlich ja die letzte Runde jetzt. Der erste ist da vorne in der Schikane. Guerra. Ja, der ist auch drauf und dran, hier am Lamborghini vorbeizugehen. Mal schauen, da hat es noch nicht gereicht. Die haben noch ein bisschen mehr Zeit. Die gehen nämlich gleich jetzt in die letzte Runde rein. Interessante Sache hier. So, hier ist der Führende. Der Dennis Precourt, Startzielsieg wird es wahrscheinlich werden. Zeit jetzt in dem Moment abgelaufen. 2 Kurven sozusagen noch. Einmal rechts rum, dann noch die Schikane. Gucken nochmal kurz hier auf Start und Ziel zu Haaf rein. Gucken, ob Guerra jetzt die letzte Runde noch hinter sich halten kann. Im Hintergrund müssen wir dann gleich den Porsche sehen. So, Kurve 1 gab es keinen Angriff, deswegen gehen wir zum... Ja, Gewinner hier, da sehen wir die Lichthupe. Dennis Precourt gewinnt also das erste von 9 Rennen hier
hat sich schon mal 50 Punkte schnappen können, beziehungsweise ja, 54, glaube ich. 3 aus dem Qualifying. Die schnellste Rennrunde hat er auch noch mit einer 28.590, wird mir hier angezeigt. Andersen rettet sich auch noch vor Mons, der aufs Podium gefahren ist. Everts wird dann hier gleich Vierter. Guerra mit einer gelben Flagge hier. Ah, das scheint nicht funktioniert zu haben gegen den Lambo. Gehen wir kurz zurück. Ah, da, das Hecke kommt nochmal ordentlich in die Wand rein. Ja, jetzt muss er hier mit dem kaputten Auto nochmal die letzte Runde fahren. Mal gucken, ob da noch irgendeiner profitieren kann. Patrick Till ist dahinter. Dahinter ist auch nochmal irgendwas passiert. Odenthal hier ein bisschen off-track. Auf der 30. Position. So, wo haben wir noch? Cruz war schon drin. Genau, also gehen wir weiter. Platz 5 waren wir, glaube ich, stehen geblieben. René Brey auf der 5 im Nissan. Ist auch von da gestartet. Chris Heyer auf der 6. Eine Position gewonnen. Genauso wie Pete Money auf der 7. Dann haben wir Peter Lindner auch einen nach vorn gerückt. Den Ferit Dranovic auf der 9. Auf der 10 haben wir Jan Hansel, der jetzt hier in seine Inlap fährt. Michael Haaf, der holt sich hier jetzt doch Platz 11. Mit 5 Positionsgewinnen. An sich doch ein gutes Rennen. Guerra konnte jetzt doch nicht mehr vorbeigehen. Auf der 12. Position. Patrick Till auf der 13. Dann haben wir auf Platz 14 Rudi Geis. Patrick Schröter geht auch ins Ziel auf der 15. Dann haben wir Daniel Hofmann auf der 16. Alex Cruz auf der 17. Remo Kipfer auf der 18. Jerome Eckert auf der 19. Schönes Bild hier. Alle fahren hier gemütlich in die Box rein. Andreas Höfer auf der 20. Detlef Keep sehen wir hier auf der 21. Ja, weiter geht's. Alexander Langhorst haben wir dann auf der 22. Dahinter Klaus Jäkel. Ja, sieht gerade ein bisschen stotterig aus hier alles. Liegt aber nicht am Stream. Alex Graz auf der 24. René Moldendauer. Der macht noch ein bisschen Picknick hier. Dominik Socher auf der 26 mit 12 Positionsgewinnen. Steffen Rosser haben wir hier. Ganz, ganz blödes Rennen für ihn. Jimmy Lecky haben wir auf der 28. Holger Gersch 29. Odenthal 30, Daniel Pay haben wir dahinter auf der 31, den Herrn Brückner haben wir auf der 32, Buchholz 33, Hofmann jetzt in der Box 34, Pfaffenroth 35 und Matthias Wegel 36. 4 Autos haben wir leider nicht mehr auf dem Server, warum auch immer, gab aber richtig, richtig Action hier. So, jetzt schaue ich mal, wohin wir noch raiden können. Mal gucken, wird hier noch gefahren. Ich schaue mal kurz nach. Ja, nicht wirklich. Da vielleicht. Genau, da raiden wir jetzt nochmal hin. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. War doch ein recht unterhaltsames Rennen hier. Wie gesagt, in 2 Wochen geht es dann hier weiter. Schauen wir nochmal kurz nach, wohin geht's denn da? Nach Bathurst. Das wird auch sehr interessant da, wenn wieder so viele Autos da sein sollten. Wir raiden jetzt zum New Punto. Da geht das Rennen gleich los auf Spa. Da schauen wir gleich mal vorbei. Ja, ansonsten, morgen geht's weiter. Qualifying SEC, Samstag SEC, 8 Stunden. Dann streame ich komplett den Tag sozusagen. Schaltet da auch gerne ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir gehen rüber. Und ja, bis die Tage, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.